Ich bin der Zorn Gottes. Wer sonst ist mit mir? Der 2+4-Vertrag von 1990 ersetzt den fehlenden Friedensvertrag und Deutschland ist seitdem ein souveräner Staat und längst nicht mehr von den Alliierten kontrolliert. Go to Belgrade and we should have a Japanese German style occupation of that country and we should have public trials. Boy. Deutschland ein besetztes Land? Egal ob bei Reichsbürgern, Germany has never been sovereign again. Bei gefallenen Schlagersängern, Deutschland braucht endlich den Friedensvertrag. Oder sogar beim russischen Präsidenten. Bis heute besetzen sie Deutschland. Seit Jahren tauchen solche Thesen immer wieder auf. Wir sind nicht frei, wir sind immer noch ein besetztes Land. In Deutschland neigt aktuell jeder Vierte zu einer Verschwörungsmentalität. Das haben die Autorinnen und Autoren der Leipziger Autoritarismusstudie herausgefunden. Aber mal im Ernst, Deutschland ein besetztes Land? Ferngesteuert von den Alliierten? Das klingt doch ganz schön absurd. Wir klären heute ein für alle Mal, was an solchen Thesen dran ist und vor allem was nicht. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind. Bui, bui. Deutschland, die Bundesrepublik, ist in ihren Augen kein souveräner Staat. In der Logik der Fahnenträger existiert nach wie vor das Deutsche Reich. Aber wie kommen die darauf? Was soll das heißen, kein souveräner Staat? Ich kenne Leute, die davon reden, dass das Deutsche Reich rechtlich nicht untergegangen ist. Und dazu gehört unser Bundesverfassungsgericht. Und das sagt letztlich, was die Rechtslage ist. Aber ich kenne keinen namhaften Politiker in CDU, CSU, FDP, SPD oder bei den Grünen, der die Wiederherstellung des Reiches von 1937 zu seinem Ziel gemacht hätte. 1933 kommt dann er hier an die Macht, Adolf Hitler, und ersetzt die erste richtige Demokratie durch seine faschistische Diktatur. Ab jetzt existiert das Dritte Reich, bis die Wehrmacht am 8. Mai 1945 kapituliert und die Alliierten Deutschland unter sich aufteilen. Und daraus entstehen 1949 die Bundesrepublik und die DDR. Soweit die Basics. Und trotzdem glauben manche, Deutschland sei heute immer noch besetzt. Aber was genau sind denn jetzt deren Argumente? Schauen wir uns die mal genauer an. These Nummer 1. Deutschland war nie souverän. Der Beweis: das Besatzungsstatut vom 21. September 1949. Klar, da kann man schon mal aufhorchen. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das wusste übrigens das Grundgesetz, da steht schon in der Präambel 1949 das Ziel als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa.